Okay, warte mal. Bist du unter, also drunter? Ja, ich. Warte mal. Bleib mal stehen. Beweg mich gar nicht. Du bist unter dem Falschen. Nein, das bist du hier. Das ist der Red Baron, den du anvisiert hast. Ja, aber ich sehe dich doch. Ich bin direkt vor dir. Ach so, ja, aber du musst unter mich. Ich suche gerade, wo oben und unten ist. Das ist gar nicht so einfach zu differenzieren. So. Okay. Ja, das ist unten. So, ich starte mal. Warte mal. Jawohl. Du fliegst aber auch immer weg. Bleib doch mal stehen. Ich beweg mich nicht mal. Natürlich. Ach, ja, stimmt. Das erklärt's. Moment. So, warte jetzt mal. Halt. Stopp. Ah, oh, fuck. Ups, hab dich gerammt. Sorry. Ich hab nichts gemerkt. So, jetzt start mal. Okay, Moment. Absetzen. Kieler Park. Auf geht's. Scan detected. Stimmt, das ist hier so ein blaues Dingens. Krass, da geht wirklich die Luke jetzt auf da unten. Und startet halt, das ist echt krass. So, auf geht's. Das ist echt geil. Und roter Baron, auf geht's, truff. So, wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er. Raumgeschwindigkeit. So. Volle Energie auf Waffensysteme. Maximale Feuerstreue. Oh, ist schon kaputt. Toll. Ich hab meine Waffen. Cool, der NPC spricht sogar. Ah, Mann, ich muss meine Schilde definitiv upgraden. Welcher NPC? Ach, der, dein Fighter oder wie? Ja. So, ich habe mich übrigens gewundert, was da für ein Dingens war, was da noch mitgeschossen hat die ganze Zeit, weil es war ja dein Fighter. Ja, der Fighter schießt. Hier ist noch ein. Ah, ne, ist weg. Warte mal, wir zerstören hier gerade Schiffe, ne? Ach, Mist, ich hätte Sammeldrohnen mitnehmen sollen. Hört auf mich. Ich, ja. Hör mal auf, ich muss meine Schilde regenerieren. Ich finde meine Laser so geil. Stimmt, ja. Ist die Schilde so weit unten? Ja, ich ordentlich was abbekommen habe. Aber du siehst halt echt aus wie so ein halber Sternenzerstörer. Das ist schon echt geil. Ich bin echt neidisch, ich hätte auch gerne ein Schiff. Ja, das ist leider noch nicht so gut. Das hat echt noch schlechte Schilde. So. So, nächstes Ziel, wo ist denn das? Da ist irgendwas. So. Ja, Federal Assault. Ich muss mal kurz, scan den mal, ich muss mal kurz schauen, wie ich Befehle gebe. Nee, hier. Der Federal Assault. Ach, hast du einen Federlands oder was? Die Ian Guildchester. So, hab ich. Oh, ich hab ihn gehabt. Hast du was Nettes dabei? Okay, gescannt. Ja. Haut er gerade ab? Nee, er wendet. Boah, also gefühlt ne, so viel Damage mache ich gar nicht. Naja, die sind stark, diese Federal-Ding. Deswegen sei ja mein Schild. Die machen schon ganz schön Peng. Ja, na, du musst aber ordentlich Damage. Voll das Geile ist dein Fighter, wie er da drauf schießt. Das ist schon echt mega geil. Das Witzige ist, der NPC levelt jetzt nebenbei auch noch ein bisschen. Das ist eigentlich ganz cool, der wird immer besser. Okay. Oh, ich treffe fast gar nicht. Oh, das ist echt schwer. So, aber ich finde die Laserfarben total geil, das Gelb. So. Alle Phaser Dauerfeuer! Was? Das ist echt noch ein Star Trek Spiel daraus, ey. Jo! Was haben wir hier? What have we here? Demiradu, David Campbell, Elite, Scan. Gesucht, hier, Devi Danu. Eine Vulture. Ja, mach mal, ich muss mal gerade eben mein Schild ein bisschen hochheilen. So. Boah, Alter.
ein Fighter könnte mich mal unterstützen. Boah, das ist echt schwer, wenn du manuell ziehst. Wow, fuck. Oh, wenn du manuell zielst, das ist echt nicht so einfach. Der Vorteil ist, sie können doppelt schmeißen ohne Ende, das ist mir wurscht. Weil. Das ist eine Förderlance, wieso darf man die nicht haben? Nein, man weiß mal nicht. Oh, ich brauche mal Hilfe, echt. Das, oh, das ist echt schwer. Was ist er denn? Ah. So. Also, ne, ich mache das erste Mal jetzt wirklich hier mit manuell und das ist echt nicht so einfach. Also muss ich echt noch mehr üben. So, deine Fracht interessiert mich nicht. Ich will deine Seele vernichten. So. Das ist voll cool mit dem NPC-Talk irgendwie. Das wird wehtun. Zähl die getroffen. So. Hier ist der Python. Der Jerry Brown. Ich hab den Kromsky Jones hier, die Förde Lens. Oder so. Machen wir die jetzt erst. So. Ist gescannt. Feuer? Jo, Frali. Feuer. Du triffst nicht. Doch, ich treffe die ganze Zeit. Nee, deine Laser gehen irgendwie immer vorbei. Nee, ich habe jetzt die ganze Zeit getroffen. Toll, du stehst mir gerade im Weg. Sei mal froh, der hat Plasma-Dinger, das ist ein ätzend. So. Okay, jetzt aber. Boah, Alter. Alter, tu mir da die Hände weh, damit ich mir so fein granular steuern muss. Na, ich habe nicht so viel gemacht. Ich dachte, er feuert immer noch. So, jetzt stirbt mal langsam. Der will einfach nicht sterben. Jetzt. So, wen haben wir noch? So. Da hinten wird geschossen. Die Python. Ne, die Anaconda können wir machen. Da, den Governor Parr. Ja, oder so. Der ist halt fast kein Schilde mehr schon. Ja, ja, scan. Wir brauchen jetzt nicht mehr warten mit Schilder und so, weil die machen, also. Ich bin jetzt gleiche Gewichtsklasse wie die. Okay. So. Ich scanne. Und feuerfrei. So. Die Anaconda hat den riesen Vorteil. Sie ist so groß, da treffe ich sogar. So halb. Boah, das ist echt. Das ist aber trotzdem echt schwer, weil ich nicht so fein. Weil, wenn ich ganz fein steuere, habe ich trotzdem das Problem, dass ich mich zu schnell bewege. Oh, die haben die Explosion angepasst, kann das sein? Nee. Also es sieht ein bisschen besser aus jetzt. So, einen Jerry Brown haben wir hier noch. Das ist eine Python. Jo. Ach, wo ist der? Wo ist der? Ach, da. So, ich scanne. Oh, oh. Der fliegt direkt auf mich zu. Fertig und feuerfrei. Oh. Mein altes Schiff. Ja. Dreckige Python. Also die hält ja wirklich nichts aus, die Python. Naja. Kein Wunder, dass ich so oft gestorben bin. Ja, ist die Anaconda vorhin. Ja, ja, aber ist trotzdem relativ fix tot. Alter. Du bist mir im Weg. Aber trotzdem gefühlt kaum Damage. Einfach nur zu gierig. Wenn du dich an meinen Maßstäben messt, dann ist das eh. Nein, nicht mal an deinen Maßstäben gemessen, sondern generell, ich ziehe den irgendwie nichts ab, habe ich das Gefühl. Das sind halt echt starke Gegner. Wir sind im gefährlichen Abbaustandort. Das Problem ist immer, also, du hast keinen Vergleich. Ja, das kann durchaus sein.
Du hast früher mit deinem Alten noch viel, viel weniger gemacht. Das kann auch sein, ja. Ich brauche einfach so ein Schiff, wie du hast. Punkt. Ja, es ist gerade echt entspannt damit. Das ist so. Könnte wieder nebenbei eigentlich was essen, ne? Ja, genau. Das sage ich dann Kupuro, dass du weißt ja, dass der in der Aufnahme ist nebenbei, aber im Stream nicht. Ja. Sauber, okay. Wir haben, glaube ich, keinen mehr. Uns haben alle getötet. Ja, ein bisschen Schilder generieren und so. Händen mitgeschossen. Oh. Ja, was. Würde mal interessieren, aber nee, das. Die NPC-Frau ist momentan noch Neuling. Der traue ich noch nicht mein Schiff zu. Ach, ich kann tauschen dann. Ach, du kannst tauschen mit dir, oder was? Dass der NPC dein Schiff fliegt, oder was? Ja, und ich den Fighter, genau. Okay, das ist aber cool. Solange die nur Neuling ist, mache ich das nicht, ey. Wieso? Was kostet dein Schiff? Versicherung? 3 Millionen? 30. Ach so, ja dann. Ach, weiß auch nicht, was du hast. So. Der ist sauber. Ah, der führt die Förderlands. Oh, schon kaputt. Ja, sehe ich, ja. So, was haben wir hier? Alliance Chieftains. Oh, cool. Eins von den neuen Schiffen. Also das neue Schiff, so. Das sieht ja geil aus. Hop scannen. Ich bin doch schon dabei. Dauert bloß ein bisschen. Gescannt. Also ich muss echt noch ein bisschen besser werden mit den manuellen Zielen. Also seht's mir bitte nach, aber das muss ich echt noch ein bisschen üben. Das ist noch nicht so, funktioniert noch nicht so gut. Oh, wow, 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 wow. Ball, die haben mir den Fighter zerstört. Und irgendwas schießt ganz schön nervig auf mich. Ne, die sind in zwei gespart, ist das, ne? Ja. So, wenn ich nah dran bin, dann geht's. Wenn die fast vor einer Windschutzscheibe sind, dann funktioniert's. Dann habe ich sie ganz gut im Visier. Aber das Schiff sieht echt geil aus. Ist das 129 oder was? Ja. Target destroyed. Mein Schild ist gleich weg, oder? Ja, irgendwas schießt hier auf dich. Hast du es schon im Visier? Ich weiß nicht, was es ist. Hab ich. Blatt Ulrich. Oh, was hast du auf mich geschossen? Kleine, missratene Pissnelke. So, ich habe übrigens schon gescannt. Habe ich parallel gemacht. Boah, Alter, der feuert Torpedos! So, weg ist er. Diese Ratte. Da wehrt er sich noch. Aber dich erwartet nur der Tod. So, der ist sauber. Was haben wir hier? Diamondback Explorer haben wir hier. Boah, das macht echt Spaß. Also wenn man ein bisschen drin ist, dann geht's schon. Wenn ich halt extrem nah an die Gegner fliege, dann funktioniert's auch. Echt cool mit den zwei Fightern im Hangar. Hat er deine Pilotin jetzt eigentlich dann überlebt, oder? Ja, die ist steuert das fern. Die sitzt bei mir eigentlich mit im Cockpit. Ach so. Also siehst du denn wirklich, dass sie im Cockpit sitzt, oder? Nee. Also dich würde ich sehen, wenn du im Cockpit bist, aber ich glaube, NPC sieht man nicht. Das haben wir, glaube ich, schon mal getestet, ne? Dass ich bei dir im Cockpit saß. Schon, ja. Da sind wieder Zweiergeschwader gesuchtes. Einmal eine Viper und einmal... ASP Explorer. Ach, hier die Viper. Hier, der Gassi. Greifen den Fighter an. Aber wieso, wo kommt denn der Fighter her? Achso, ja, hier der Gunship. So, Gassi Experte. Ich greife mal an. Warte mal, ich bin noch nicht in Scan-Reichweite. Bin fast da. So, Scan läuft, hat sich in einem Asteroiden versteckt. Man kann doch eigentlich schon das Schießen anfangen, bevor man Tötungsbefehlscanner gemacht hat, oder? Ja. Ist gescannt. Alter, du kleine... Boah, Alter, was ist denn da los? Der kriegt gerade voll
Alter, du schießt da so drauf, du malst richtig deine Laser, du malst ihm das richtig drauf, das ist total geil. Ja, ich mal einen kleinen Picasso drauf. Das war total geil, du hast wirklich halt gesehen, wie du halt die Laserspuren da drauf hast. Hier ist ein Explorer noch. Die Valiant Hangar? Ja. Du musst mir immer die Namen sagen, nicht ASP Explorer, sonst was sagt die Namen. Ich sag das, was anvisiert ist, Suffren eigentlich. Wo steht denn Suffren? Ach ja, das ist der Schiffsname. Sondern den der Pilotname. Ah, ich baller schon mal drauf, ist egal. Scan ist beendet. Wie du halt einfach so Dauerfeuer machst, das ist so geil. Der einen Zerstörer zur Stelle. Das macht schon Spaß hier. Ich stehe auch mit Armen verschränkt hinterm Rücken auf der Brücke und beobachte alles nur mit einem Grinsen. Hier, die Eagle, Torment, Haters Mad. Schau mal, da hinten ist aber irgendwas. Da ein Gunship, der ist gar nicht besser. Eagle bringt nichts. Aber ich kann Ziel üben. Aber Juri ist ein Gunship. Ja, aber ich kann Zielen üben. Was gar nicht mal so einfach ist. Boah, Alter, so eine Eagle ist echt, das ist echt eine andere Nummer. Die sind ein wenig flinker, ja. Alter, ich glaube, wenn du eine Eagle immer triffst, wenn du schießt, dann hast du alles richtig gemacht, dann hast du gar kein Problem mehr. Boah, ist das krass. Wie lange brauchst du noch mit der Eagle? Die Schilde sind gleich unten. Na, dann mach ich den mal hier. So, Alter. Das ist echt schwer. Das Problem ist halt, Ich glaube, das Problem, was ich gemacht habe, dass ich viel zu lange diese manuellen Dinge habe, sondern dass ich nie auf das Dingens gemacht habe, auf dieses manuell Zielen. Also so ganz zufrieden bin ich noch nicht mit dem mit der Waffenkonfig, die ich da habe. Boah, Alter. Den hat schon wieder geschossen. Achso, du schießt. Auf was schießt du? Immer noch auf den. Vor allem mir hilft gerade noch jemand. Das ist echt cool. Ich treffe halt aber auch nicht. Treff halt wirklich nicht. Ich näher mich mal langsam, aber so, ist tot. Na klar, den letzten Schuss musstest du unbedingt machen, oder wie? Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Hallo, Pupp. Kuba! Habt ihr gerade ein Ringschild weggenommen mit diesem kleinen Ram? Das ist halt echt. Ich wieg halt aber auch 3000 Tonnen, ne? Das ist, Mann. Das ist eine valide Taktik bei diesem Schiff. Wenn ich voll auf Hüllenstärke gehe, und dann einfach nur die ganzen Schiffe wegrammen. Ja, genau. Das können wir auch machen. Da wird geschossen da hinten. Nochmal anders oder so. Die sind alle so Federal Assault Ship da. Der Dix, genau der. Ja. Hab ich. Ist eigentlich mein Jäger noch da? Lebt er noch? Oh, das Schlimme ist, mir tut echt die Hand jetzt weh, weil ich so unglaublich verkrampft spiele hier gerade. Ich bin es halt nicht gewohnt, dass du so oft, dass du so halt so hart steuern musst die ganze Zeit. Das ist echt nicht einfach. Du bist gescannt, nie. Jetzt ist er gescannt. Ich feuer schon mal drauf, ist fertig. So. Oh, ich hab ein bisschen die Waffen mit. Okay, so. Ist halt so geil, wie du halt wirklich. Das sieht halt sensationell aus, wenn du auf den schießt. Vor allem gefühlt, du fliegst vorbei. Tot. Ja, das Schiff macht schon echt Spaß, ja. So, hier. Was ist denn da noch? Imperial Eagle. Na, nicht schon wieder Eagle. Da ist ein Dreiergeschwader. Mit Gunship. Drei Gunships. Wo siehst du nur die Gunships? Die sehe ich gar nicht. Ja, das könnte aber auch zu hart sein, die. Die Anaconda sehe ich hier. Ach komm, dann helfe ich. Ich mach mal die Eagle mal da. Achso, ich schon kaputt.
Hier ist ein Anaconda. Anaconda? Wo denn? Ich hab's irgendwie anvisiert. Demi Leonardo. Nee, Leonardi. Das sind Dreiergeschwader. Achso, ja, Warlock, wenn es eine Anna und zwei Gunships ist, dann ist es heftig. Ah, das sind sind zwei Gunships und eine Anna. Das ist zu übel, da müssen wir mal. Ich scanne die schon mal alle. Ja, aber. Das traue ich mir dann doch nicht zu. Meinst du nicht, dass du das schaffst? Ja, wenn du auch ein Gunship hättest, dann wäre es wieder fair, aber so. Kann ich mir nicht leisten. Ja. Vielleicht helfen uns nur noch ein paar Leute. Die NPCs hier. Wir müssen halt mal warten, bis. Ja, uns zur Hilfe eilen wird keiner, aber wir müssen halt mal warten, bis die jemanden angreifen. Hm. Aber das ist schon übel. Zwei Gunships. Ja, vor allem mit meiner Zielgenauigkeit, ne? Na gut, die Anna, die kannst du ja dann nicht verfehlen, aber. Was sind denn die für Ränge denn überhaupt? Scan detected. Gefährlich. Na gut. Gefährlich, Meister und Meister. Nee. La 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 la. Wir können ja mal hierher fliegen. Ja, ist gerade eh nix hier irgendwie. Nee. Vor allem ist es ganz gut, ich kann meine Hand etwas entspannen. Ah. Hast mich gerade gerammt? Nein. Da ist eine Förderlance. Gesucht, hier, Rod Munge. Kenn ich mal. Ach, jetzt sehe ich es gerade. Ich sehe ja immer, was du anvisierst. Das heißt ja immer einen Plus dann hinten an. Wieso komme ich eigentlich mit dem Pad hier die ganze Zeit ans Mikrofon? Ich glaube, ich entschuldige mich, wenn ich immer gegen das Mikrofon donne mit dem Joystick. Das ist gerade echt bescheuert hier. Hast du ihn gescannt? Jo, ist gescannt. Toll. Ja, komm schon. Da spratzelt schon aus dem Triebwerk raus. Wie geht das denn? Das ist ja krass. Nee, das ist dieser Launcher da, dieser Düppelwerfer. Ah, haha, ich habe keine Düppel mehr. Noob! Das Rammen ist halt echt geile Taktik. Ich habe gerade mit einem Rammen in zwei Ringe vom Schild weggemacht. Ich habe gerade einen Fighter kurz mal beschossen. Nein, du Arsch! Es war aus Versehen, der ist mir in die Schussbahn geflogen. Das Ding hält nichts aus. Das hält nur zwei Treffer aus oder so. Ich habe bloß einmal drauf geschossen. Wie viel habe ich eigentlich von diesen Dingern? Ah! Ja, dicke! Achso, nee, das addiert sich zusammen. 8 Fighter habe ich. Cool, und die levelt echt auf. Oh, das ist Federal Gunship, das haben wir nicht einmal gesagt. Hier ist ein Diamondback, aber ich weiß nicht, gesucht. Aber dahin wird geschossen. Ja, warte mal. Dennis Knight. Sind unsere Freunde da hinten zufällig? Wir müssen Demi Leonardo killen. Der greift gerade. Also, die sind gerade abgelenkt, diese Gunships. Oh, der hat auch einen Fighter. Okay. Das war's mit der Hilfe. Die haben ihn schon zerstört. Ups. Oh Mann, und die sind ja gar nicht runtergeschwächt hier. So, was haben wir hier noch? Jesse Blue, Taipan. Gesucht. Naja, nee, Taipan ist Fighter. Wenn du den angreifst, dann hast du wahrscheinlich die Anna oder irgendeinen von denen gegen dich. Ja, sieht auch sehr abgespaced aus. Mofro, wer ist das? Auch die Geschwader. Das ist Dreiergeschwader wieder. Naja. Scan detected. Ah, Dennis Knight ist ein Zweiergeschwader. Ich weiß noch nicht, wer der zweite ist bei dem. Ah, eine Viper. Die könnte man schaffen. Wo ist denn Dennis Knight? Ach, hier. Wobei, da hinten bahnt sich vielleicht was an. Was baut sich da auf? Warte mal, Dennis Knight. Ich habe jetzt mal gescannt. Das sind lauter Dreiergeschwader. Ja, warte mal. Go. Go? Jojo. Ich muss noch ein bisschen näher ran. So. Wow. Oh. Schießt irgendwas sehr krass auf mich. So, machen wir was hier. Der muss mal hier
Weil, glaube ich, sein Kumpel auf mich schießt. Ja, wo ist denn die Viper oder so war das denn? Prominent Chaos. Direkt hinter mir. Direkt hinter mir. So. Na komm schon, komm her. So, okay. Hat nicht viel gebracht, aber okay. Was ist auch ein Dreigeschwader? Mofro, Dreigeschwader. Ben wird voll geschossen. Oh. Hier fehlt echt ein Kompass, ey. Ja, das stimmt. Ja, ich sehe es. Walla Walla. Dreiergeschwader, aber der ist fast kaputt. Stimmt. Also ich weiß nicht, wer sonst noch in dem Geschwader ist, aber komm, lass mal Walla Walla und dann sehen wir schon, was noch alles angreift. Jo, ich versuche gerade Scanreich weiterzukommen. Na komm. So, ich fange schon mal Scannen an, fang schon mal drauf zu ballern. Ich bin hinter dir. Ich bin nicht mehr so schnell wie früher. Achso. So. Ist gescannt. Oder ein Feuer. Bin ich dabei? Ich weiß, das merkt man nicht so, dass ich da drauf schieße, aber ich tue es wirklich. Wow! Ich hab dich voll gerammt. Mich? Ja, ich hab dich gesehen. Du warst plötzlich über mir. Ich war. Mann. Ich wollte ausweichen. Meine Schilde sind offline. Gleich. Ist ja nicht das kleinste Schiff, was ich hab, ne? So, der erste ist kaputt. Wo sind die anderen? Ich muss mal ganz kurz weg. Ich hab einen. Oh oh. Die knallen mich gerade ab. Taipan. Ey, das ist ein Taipan, der dich da verfolgt. Den kannst du kaputt machen. Hilf mir mal bitte. Ich bin gleich tot. Rakete im Anflug. Ich bin tot. Ey, bist du nett. Ich hab ihn. Ich hab nur so 14%. Ja, tot? Aber er greift mich hier. Oh. Das war der Gunship, der dich angegriffen hat. Aber der ist jetzt auch gleich tot. Ja, so. Das ganze Kopfgeld ist hinüber. Schön. Ich hoffe, du kannst dir deine Wiederkaufkosten leisten. Gefangenenanstalt, was? Vor der Zerstörung deines Schiffs wurden mit Haftbefehl gesuchte Passagiere festgestellt. Du wurdest in eine Gefangenenanstalt verbracht, wo mit dir wegen Verbrechen gegenüber der Fraktion der Prozess gemacht wird. Was? Endlich hat man diesen Verbrecher mal weggesperrt, ey. Standort der Gefangenenanstalt, Takaps. Was? Das ist, glaube ich, scheiße. Das heißt, du bist jetzt sau weit weg. Hattest du ein Kopfgeld auf dir, oder was? Ne, ich habe diese 400 Tacken, da hatte ich doch noch, wo ich den gerammt habe, glaube ich. Ey, das ist nicht das... Also da landest du nicht im Gefangenenlager. So. Kontostand. Ja, leisten kann ich es mir auf jeden Fall. Deine verwahrten Schiffe. Muss ich auf Kaufen gehen unten? Ja, ne? Ich bin schon lange nicht mehr gestorben. So, kaufen. Das ist ja doof jetzt. Jetzt habe ich keinen mehr, der hier scannt. So, Walcher, Kranzstation, Takaps. Doch, Takaps ist ja richtig. Ja. Ich habe mein Schiff wieder gekauft. Ach, das ärgert mich jetzt. Das war sau viel Kopfgeld, was wir hatten. Ja, und jetzt scannt vor allem keiner mehr nach Dingern hier. Nach. Toll. Müssen wir doch so einen Scanner selber mal holen. Ach, das ärgert mich jetzt. Vor allem, weil ich dich gerammt habe. Meine Schilde sind nur deshalb runter, weil ich dich gerammt habe. Ja, natürlich. Weil ich dich nicht, aber dich auch nicht gesehen habe. Du warst plötzlich einfach dann über mir da. Das war echt ärgerlich. Mann. Den Kompass ein bisschen oder den Radar ein bisschen im Auge behalten. Ja, da sehe ich hier ultra, dass du direkt über mir bist gerade und wirklich nur 5 Zentimeter entfernt bist. Mann. Oh, das ist ärgerlich. Mit dem kleineren Schiff ist das nicht so oft aufgefallen, weil da bist du gerade noch vorbeigekommen. Und bei dem großen ist es nicht mehr so einfach, das Ausweichen. Ja, das ist allerdings wahr. Was machen wir? Soll ich zu dir nochmal kommen oder machen wir Schluss? Es ist 10 Uhr. Wie du willst. Ja, weiß ja, können wir eigentlich Schluss machen, ne? Das ist eigentlich, ich würde gern heute mal früher schlafen gehen. Und ja, ich gehe um 10 Uhr schlafen, weil ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. So, das musst du wissen.
Ja, wir können Schluss machen, aber... Weil du wirst ja auch nicht mehr so lange machen eigentlich, oder? Wirst du auch so langsam so... Ja, ich bin... ja. Oh, das ärgert mich jetzt. Wir haben so viel Kopfgeld gehabt. Was heißt hier wir? Ich hab's noch. Ja, du musst mir jetzt mal sagen, wie viel Kopfgeld du hast. Ja, das... Ich flieg gleich hier weg. Hier ist so eine Python, nicht schnell.